Diese Sendung wird dir präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Ein Thema, das haben wir noch bei uns heute in der Rennanalyse, und das dreht sich nämlich um Pirelli. Ja, Pirelli hat ja an diesem Wochenende für Schlagzeilen gesorgt. Man ging ja zunächst davon aus, dass das ein Fehler von Pirelli gewesen sei, was die Konzeption der Reifen betraf, weil man ja dann Maßnahmen ergreifen musste. Wie sich dann aber herausstellte, aufgrund der Umbauarbeiten an der Strecke wurde Pirelli gar nicht erst mit einbezogen. Das heißt, man wurde vor vollendete Tatsachen gestellt. Und das hat ja auch Mario Isola, der Motorsportchef von Pirelli, ja auch zum Ausdruck gebracht. Und dass da auch nochmal auch gerade Gesprächsbedarf besteht, was das für das kommende Jahr bedeutet in Katar. Aber auch eine wichtige Frage für die Zukunft wird wohl für Pirelli schon geklärt sein. Wir wissen ja, dass ja für die nächsten Jahre offen war, also was die Zeit ab 2025 betrifft, wer der offizielle Reifenlieferant unter anderem für die Formel 1 sein wird. Da war ja auch unter anderem Bridgestone im Rennen, die ja auch ein Angebot abgegeben hatten, die ja seit 2010 nicht mehr in der Formel 1 vertreten sind. Die haben ein Angebot abgegeben und hat auch die erste Stufe des Prozesses bestanden, sprich also die Genehmigungen der technischen Fähigkeiten durch die FIA. Und dann ging die Bewerbung anschließend dann an Stefano Domenicali und an die FOM, um dann auch das kommerzielle Paket davon zu prüfen. Das heißt, Elemente wie Schilder an der Strecke oder eben auch das Titelsponsoring von Rennwochenenden. Und Pirelli, das sind die aktuellen Berichte, konnte also seinen Herausforderer, seine Kontrahenten Bridgestone, nämlich erfolgreich abwehren. Insider des Fahrerlagers hatten das bereits schon seit Wochen erwartet, dass der Bridgestone nicht den Zuschlag bekommt, sondern dass man unter anderem in der Formel 1 auch künftig in den nächsten Jahren auf Pirelli setzen wird. Und das soll jetzt in dieser Woche, wir haben es ja mittlerweile schon Montag, 0:28, auch offiziell bekannt gegeben werden. Er wurde also nun vom Motorsport-Weltrat der FIA ratifiziert. Das heißt, das war der letzte Schritt des Verfahrens, das seit März diesen Jahres nämlich gelaufen war, beziehungsweise dann auch stattfand, ist also auch nun erfolgreich abgeschlossen worden. Der neue Vertrag sieht die Laufzeit von 2025 bis 2027 vor, mit einer Option auch für 2028. Und dieser Vertrag umfasst ja nicht nur die Formel 1, sondern ja auch die Formel 2 und die Formel 3, sowie ein umfangreiches Nachhaltigkeitselement. Und Bridgestone soll eben auch ein umfangreiches kommerzielles Angebot abgegeben haben. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt ging man sogar auch davon aus, dass man den Zuschlag erhalte. Allerdings hat dann Pirelli ein ebenfalls sehr, sehr starkes Paket nämlich abgegeben. Das hatte dann Stefano Domenicali dann doch eher mehr überzeugt als das von Bridgestone. Denn eine der größten Herausforderungen nämlich für Bridgestone war es eben, diese Notwendigkeit, die Reifen für die aktuellen Fahrzeuge zu entwickeln, aber eben auch ab 2025 vielmehr und für das völlig neue Reglement ein Jahr später, also ab 2026. Das heißt, diese Herausforderung auch in Verbindung mit der Frage, wie das anfängliche Testprogramm dann auch funktionieren würde. Die Teams selber wiederum sollen dann auch leicht besorgt gewesen sein, dass da ihre Konkurrenten dran teilnehmen und möglicherweise über einen Wissensvorsprung dann verfügen würden, was die neuen Reifen wiederum betrifft. Und all das soll dann dazu geführt haben, dass man Pirelli den Zuschlag für die nächste Vertragsperiode gegeben habe. Aber es werden sich vielleicht viele aufregen und sagen, Pirelli, warum schon wieder Pirelli? Ich hätte mir eher Bridgestone gewünscht, so wie es mal bis 2010 der Fall war. Was aber man auch sagen kann, ist, es wird die letzte Periode sein von Pirelli, denn Pirelli hat klar gemacht und angekündigt, dass das eben die letzte Vertragslaufzeit wird. Man wird sich aus der Formel 1 zurückziehen. Spätestens also dann ab 2028 wird Pirelli die Formel 1 verlassen.
Mit der Begründung eben, weil man eben ja, in der Formel 1 eben nichts mehr erreichen kann oder es kaum noch etwas zu erreichen gäbe, um die Marke Pirelli weiter zu stärken. Also man glaubt jetzt einfach alles erreicht zu haben. Da gibt es nichts mehr, was dann noch folgen könnte. Deswegen, man hat sich jetzt für die letzte Vertragsperiode beworben. Man wird den Zuschlag erhalten, aber sich dann, also nach 2028, dann aus der Formel 1 zurückziehen. Das heißt, dann auf jeden Fall wird es einen neuen Reifenlieferanten in der Formel 1 geben und dann kann auch möglicherweise Bridgestone hier zum Zuge kommen oder möglicherweise auch jemand ganz anderes. Also, Pirelli wird wohl auch die nächsten Jahre bis 2028 der Reifenlieferant der Formel 1, Formel 2 und Formel 3 bleiben und danach zieht man sich daraus zurück. Und dann vielleicht ein Comeback von Bridgestone. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.